Also, Think Per Share ist auf jeden Fall eine Methode, die eine, ist eine Grundtechnik, die man einsetzen muss in der Veranstaltung, damit man nicht immer mit denselben Studierenden spricht, sondern die Bereitschaft steigt von Studierenden, sich auch im Plenum einzubringen. Ja? Eine andere Methode, die ich einsetze, ist das aktive Plenum. Das bedeutet, nicht ich bin vorne, um frontal Ergebnisse zu sammeln von den Studierenden, sondern ich hole zwei Studierende nach vorne. Einer ist Protokollant und schreibt an die Tafel. Ein anderer ist Moderator. Und die Gruppe, die Gesamtgruppe, muss aber zum Beispiel ein Problem lösen, das an der Tafel dann vom Protokollanten mitgeschrieben wird und der Moderator ruft auf. Ich selbst bin hinten im Hörsaal, setze mich also in die letzte Reihe, stehe nicht am Rand oder so, damit ich nicht irgendwie zu demjenigen werde, der immer angeschaut wird, wenn jemand was gesagt hat, ob das stimmt oder nicht. Und beobachte das Ganze von hinten und manage sozusagen die Situation von hinten. Das ist eine andere Methode, die man in der großen Gruppe einsetzen kann. Was man natürlich auch in großen Gruppen einsetzen kann, sind Audience Response Systems, Clicker-Systeme, mit denen man immer wieder jeden Einzelnen aktivieren kann. Ja, das sind so typische Methoden, die man in Großgruppen einsetzen kann.